Hallo, hier ist die Sabine von Leben auf Rädern. So ein Alltag kann eine ganz schöne Herausforderung sein. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht mehr unbedingt auf das verlassen kann, worauf sich jemand verlassen kann, der nicht behindert ist. Dafür gibt es kleine Alltagshelfer. Und davon habe ich euch heute ein paar Sachen mitgebracht. Stark ist, bis nur noch Stärke zählt. Komm mit mir, ich zeig dir meine Welt. Alltagshelfer, was das so alles sein kann? So eine komische Schlaufe und noch eine kleine. Ein Tablett und eine Dusche ohne Anschluss. Ein Müllgreifer und ein Handfeger und ein Kehrblech. Ein Stück Rohrisolierung und ein Verband und so ein komisches Haardings und noch ein Verband und irgendwie so eine Greifhilfe und noch eine Greifhilfe. Wozu ist denn das alles gut? Das zeige ich euch jetzt. Zuerst die Schlaufen. Jetzt ist mir mein Fuß von der Rollstuhlfußraste runtergerutscht. Ich habe jetzt letzten Endes 3 Möglichkeiten, ihn wieder drauf zu heben. Die eine ist einfach mit der Hand, aber so eine Hose kann ganz schön rutschig sein. Die zweite ist relativ bekannt. Das ist so eine Fußhebhilfe, Beinhebhilfe, die man ganz normal zum Beispiel beim großen A zu kaufen bekommt. Hat für mich den Nachteil, dass der Fuß auf der Fußhebhilfe draufsteht. Das heißt, um das Ding wieder runter zu bekommen, muss der Fuß wieder ein Stück weit nach vorne und ich muss doch wieder mit den Händen nachhelfen. Der zweite Nachteil ist, so ganz billig sind die Dinger nicht. Vorteil ist, dadurch, dass sie eine Plastikeinlage haben, sind sie relativ stabil. Aber ich nehme viel lieber das Ding hier. Das ist ein Stückchen Gurtband mit Greifschlaufen an jedem Ende. Und zwar wie Schlaufe unterm Knie durch. Hier eine Schlaufe in die Hand, da eine Schlaufe in die Hand und das Bein angehoben und reingehoben. Und ratzfatz habe ich die Schlaufe wieder draußen. Jetzt steht der Fuß noch ein bisschen zu weit vorne, zumindest auf dieser Fußraste. Das ist aber auch kein Problem. Allerschlimmstenfalls fahre ich damit jetzt dicht an die Wand und schiebe mir damit den Fuß auf die Fußraste. Wozu das Tablett taugt und wo die Dusche ihr Wasser herkriegt, seht ihr jetzt. Zum Haarewaschen fahre ich mit meinem kleinen Rollstuhl mit dem Hausschuh erstmal ganz dicht ans Becken ran. Aber ihr seht, mindestens durch die Schiebegriffe ist da immer noch ein Abstand. Und ganz ehrlich, wer will beim Haarewaschen schon einen nassen Rücken kriegen? Dafür ist das Tablett. Das kommt in den Nacken. Mit dem Band nach vorne kann ich mir das wunderbar festhalten. Unter dem Nacken ist eine Dichtung, das ist dieses Schwarze, was ihr da seht. Und mein Mann setzt gerade die Dusche am Wasserhahn ein. Jetzt muss natürlich ein bisschen warmes Wasser gemacht werden und dann bekomme ich die Haare gewaschen. Das ist so ähnlich wie bei diesem tollen Waschbecken beim Friseur. Nur zu Hause und im Rollstuhl. Und nun die Challenge. Müllgreifer gegen Kehrblech. Jetzt ist mir mein Kugelschreiber runtergefallen. Und es ist keiner da, der ihn mir aufhebt. Was mache ich also? Ich kann das einmal mit dem Greifer machen, indem ich einfach mir den Kugelschreiber wieder hochhole. Geht auch mit runden Sachen, weil der Greifer vorne einen Gummiüberzug hat. Aber ich kann das auch mit Feger und Kehrblech machen.
Und das Schöne ist, das Kehrblech steht von alleine. Das heißt, da brauche ich nicht auf den Boden zu gehen. Das halte ich mir fest, feg den Stift darauf und schon ist das Ganze erledigt. Stift wieder oben. Damit gehen auch noch kleinere Sachen. Ich habe es geschafft, mit dieser Feger-Kehrblech-Kombi mir mal eine Sticknadel vom Boden wieder hochzuholen. Die hätte ich mit dem Greifer auch nicht gekriegt. Und obendrein hat das den ganz unschätzbaren Vorteil, dass man auch Kekskrümel oder was auch immer für Krümel, ich weiß nicht, was hier schon wieder alles rumliegt, ganz einfach aus dem Rollstuhl wieder auffegen kann. Und das sind alles Helfer für die Hände. In meiner Freizeit male ich unglaublich gerne und ich habe auch festgestellt, dass mir das extrem gut tut. Und in der Hauptsache male ich Aquarelle. Dazu brauche ich zunächst mal Papier und die Farbe. Aber was mir viel schwerer fällt, ich brauche dazu Pinsel. Meine Hände wollen leider nicht immer so, wie ich das gerne möchte. Ich hatte ganz zu Anfang meiner MS-Zeit einen Schub, der mir sehr auf die Hände gegangen ist. Und das hat sich leider nicht komplett zurückgebildet. Das heißt, ich fühle häufig wie durch einen Latexhandschuh, also als hätte ich ständig einen Latexhandschuh an. Und da sind solche Pinsel überhaupt kein Problem. Jetzt ist das aber ein relativ dicker Griff. Sowas ist da schon wesentlich schwieriger. Das kriege ich manchmal unter Kontrolle, manchmal eher nicht. Weil ich aber immer gerne Kontrolle über das haben möchte, was ich so male, habe ich mir einige Varianten an Griffaufdickungen angeschaut und möchte die euch heute zeigen. Da gibt es zunächst mal diese Dinger. Die haben auf der einen Seite einen Schlitz, auf der anderen Seite ein Kreuz und sind ganz wunderbar, um zum Beispiel Besteck da drin zu versenken. Mit einem Pinsel aber, wir waren eben bei diesem, den kann ich zwar, ja, ihr seht es schon, meine Hände wollen im Moment auch nicht so wie ich, den kann ich da durchstecken, ist überhaupt kein Problem, aber damit kann ich gröbere Sachen machen. Für feinere Strukturen wird das eher schwierig. Als nächstes, und das brauche ich auch immer mal wieder, haben wir hier die Dinger. Die sind ganz prima für Stifte. Die gibt es in verschiedenen Lochstärken und die kann man sich so zuschneiden, wie man das braucht. Und für einen Stift ist das auch eine ganz wunderbare Geschichte. Dann haben wir als nächstes hier diese ganz klassischen Griffverstärker, die werden ganz häufig für Grundschulkinder empfohlen, damit die eine richtige Stifthaltung lernen. Für Stifte sind die auch ganz prima, da kann man so ziemlich jeden Bleistift durchschubsen. Ich habe die für meine Buntstifte. Bei Pinseln geht das bei den größeren. Ich habe mir die da mal dran gemacht, damit mir der Pinsel nicht aus der Hand rutscht. Dann habe ich irgendwo schon mal einen Hack gelesen, der, wie ihr seht, auch hervorragend funktioniert. Das ist eine Papillote. Hat aber den riesengroßen Nachteil, dadurch, dass ich mir das zuschneide, hat das Ganze Kanten.
Und wenn ich da runtergerutscht bin, dann habe ich wieder das Problem des glatten Stiels und des dünnen Stiels. Jetzt ist mir vor einiger Zeit etwas in die Finger gelaufen, das finde ich ganz großartig. Das sieht so aus. Jetzt sieht man erstmal nicht, was das ist. Aber vielleicht kennt ihr so etwas hier. Das ist ein Klettverband zum Drumwickeln, wenn man einen Verband braucht. Der klettet einfach aufeinander. Den gibt es in ganz verschiedenen Breiten. Und ich habe das Ganze in so schmal entdeckt, habe mir das zugelegt und wickle mir jetzt die Dicke um den Pinsel, die ich brauche. Ist für mich eine ganz prima Sache. Zum einen habe ich den Pinselstiel stumpfer und zum zweiten habe ich ihn so dick, dass ich ihn richtig halten kann. Tja, meine Lieben, das waren ein paar der kleinen Alltagshelfer, die mir wirklich das Leben erleichtern. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen von euch auch. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Ideen, die ich gar nicht berücksichtigt habe? Wenn ja, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Und vielleicht habt ihr dran gedacht, bei uns ist heute Kommunalwahl und ich gehe jetzt wählen.